ARD. Unterm Birnbaum. Hörspiel nach der Erzählung von Theodor Fontane von Günter Eich. Es war also der 28. November 1831. Mittwoch, Herr Justizrat. Und der Reisende war kurz vorher angekommen. Ich wohne gegenüber und sah, wie der Einspänner vom Gasthof hielt. Es war ein Dreckswetter, nasskalt und der Wind wehte scharf von der Oder her. Ja. Es war schon dunkel, wie? Ja, aber durch Ratschicks Ladentür fällt immer ein bisschen Licht auf die Straße. Es war so um 7 herum. Und dann ging Herr Schulzke ins Haus? Ja, und der Hausknecht brachte den Wagen in die Remise. Ja. Und später waren Sie selber im Gasthaus drüben, Herr Kunige? Bei uns ist es ein Ereignis, wenn jemand kommt, Herr Justizrat. Und Herr Sulzki, den kennen wir ja alle schon. Der kommt jedes Jahr. Wie heißt eigentlich die Firma, die er vertritt? Olszewski, Goldschmidt und Sohn in Krakau, Weinhandlung. Na und? Na, wer war außer Ihnen an diesem Abend im Gasthof? Ach so, außer mir war noch der Ölmüller Quaster und Mietzel. Der Bauer Mietzel? Ja, Herr Justizrat. Und Sulzki? Ja, Sulzki und Ratschik. Frau Ratschik war nicht da? Nee, Frau Ratschik ist nie in der Gaststube. Das macht alles ihr Mann. Man sagt, es sei ziemlich viel getrunken worden an diesem Abend. Och, viel schon, Herr Justizrat, aber auch nicht übermäßig viel. Wir haben bei Ratschik schon öfter eine ganze Menge getrunken, ohne dass einer ermordet worden ist. Wieso? Ist einer ermordet worden? Nur, ich dachte, deswegen werden wir hier verhört. Oh, das wird sich ja erst noch herausstellen, Herr Kunige, ob es sich um einen Unglücksfall handelt oder um ein Verbrechen. Ach so, ja. Übrigens hatte der Sulzki eine ganze Menge Geld bei sich. So, woher wissen Sie denn das? Weil Ratschik die Rechnung bei ihm bezahlte. Sie stand seit 3 Jahren an und das waren über 900 Taler. Er zahlte in der Gaststube und Quas und ich waren dabei, ja. Und das zahlte alles in bar? Fast alles, Herr Justizrat. Einen kleinen Wechsel gab er auch. Und der Sulzki, der hat es wohl nicht erwartet, dass er das ganze Geld kriegen würde. Jedenfalls ließ er gleich ein paar Flaschen Ruster bringen und wir waren alle eingeladen. Ratschek hat nämlich eine Erbschaft gemacht, Herr Sulzki. So? Wussten Sie das nicht? Ach, was Quas. Mit meiner Erbschaft war es nie weit her. Das ist nicht der Rede wert. Außerdem war es ja meine Frau, nicht ich. Erbschaft? So. Daher. Ja, ja. Nun gratuliere, Herr Ratschek. Danke. Erbschaft ist die beste Art, zu Gelde zu kommen. Ja, das liebe Geld. Immer muss man dran denken, ob man nur gar keins hat oder wenig oder viel. Na, Kunig, am angenehmsten ist es doch daran zu denken, wenn man viel hat. Ja, aber denken und denken ist ein Unterschied, Herr Mietzel. Man muss wissen, dass man es hat. Das ist gut und ein angenehmes Gefühl. Und stört nicht. Nee, das stört bestimmt nicht. Aber immer ans Geld denken bei Tag und bei Nacht, das ist so viel, wie sich immer drum ängstigen. Und ängstigen soll man sich nicht. Wer auf Reisen ist und immer an seine Frau denkt, der ängstigt sich um seine Frau. Freilich. Quas ängstigt sich auch immer. Ohne zu verreisen. Nun lass doch mich und meine Frau aus dem Spiel. Ich denke, wir reden vom Geld. Ja, sehen Sie, meine Herren, wie mit der Frau ist es mit dem Geld. Nur nicht ängstlich. Haben muss man's. Aber man muss nicht ewig dran denken. Oft muss ich lachen, wenn ich sehe, wie der oder jener im Postwagen oder an der Table d'hôte mit einem Mann nach seiner Brieftasche fasst, ob es auch noch hat. Und dann atmet er auf und ist ganz rot geworden. So ist es. Das ist immer lächerlich und schadet bloß. Tja, ja, ja. Und auch das Einnähen hilft nichts. Das ist ebenso dumm. Ist der Rock weg, ist auch das Geld weg. Aber was man auf seinem Leibe hat, das hat man. All die anderen Vorsichten sind Unsinn. Richtig, Sulzki. So mache ich es auch mal, wenn ich nach Berlin fahre. Aber wir sind bei Geld und Einnähen ganz davon abgekommen, dass Sie uns doch was von Krakau und von Polen erzählen wollten. Also der polnische Aufstand... Ist beendet, wie Sie ja wissen, Herr Ratschik. Ja, eben. Ist nur wahr, dass Sie Dibitschen vergiftet haben? Versteht Sie? Das ist wahr. Ja. Und die Geschichte mit den 11 Talglichtern? Das ist alles wahr. So. Und das kam so. Konstantin wollte die Polen ärgern, weil sie gesagt haben, die Russen fressen bloß Talg. Da ließ er, als er eines Tages 11 Polen eingeladen hatte, zum Dessert 11 Talglichter herumreichen. So. Das 12. aber war vom Marzipan. Und natürlich für ihn. Und versteht sich, er nahm immer zuerst. Dafür war er ja Großfürst und Vizekönig. Ja. Aber das eine Mal vergriff er sich doch. Und da hat er es runterwürgen müssen. Wird nicht sehr glatt gegangen sein. Versteht sich. Aber, meine Herren,
Kennen Sie denn eigentlich schon das neue Polenlied, das Sie jetzt singen? Und ewig kennt das Vaterland und nennt mit stillem Schmerz sein viertes Regiment. Und dann der Schluss. Schenk ein gnädig End uns letzten 10 vom 4. Regiment. Sehr eindrucksvoll. Glauben Sie mir. Oh. Schön. Sehr schön. Ja, aber hier im Dorf gibt's doch ganz andere Lieder. Kennen Sie das, Sulzki? Fang mal an, Quas. Weiter Schatten, Schulzenstock, Kunig einen langen Rock. Oho, Miezel ist ein Hobelspang. Quas hat keinem was getan. Nicht mal seiner eigenen Frau. Lätzchen weiß das ganz genau. Miau, miau, miau. So, na, das scheint ja ganz lustig gewesen zu sein. Lustig war es, Herr Justizrat, aber alles in Grenzen. Alles in Grenzen. Um 12 rum war Schluss. Sulzki hatte schon ein paar Mal zum Aufbruch gemahnt und ließ sich weder durch Spott noch durch gute Worte länger zurückhalten. Er müsse morgen um 9 in Frankfurt sein, sagte er. Und dann nahm er den Leuchter und ging. Und als er die Türklinke schon in der Hand hatte, drehte er sich nochmal um und sagte zu Ratschik: Also um 4 Uhr, Ratschik, ja? Um 5 muss ich weg. Und versteht sich ein Kaffee. Guten Abend, Jan. Wünsche allerseits wohl zu ruhen. Guten Abend, Sulzki. Ja, das sagte er. Und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und mehr weiß ich nicht. Es ist gut, Herr Kollege. Und was dann am Morgen war, dann müsste ja wohl Jakob, der Hausknecht, was wissen. Ja, ich habe ihn ja auch herbestellt. Ach, rufen Sie doch bitte gleich rein, Herr Kollege. Jakob? Jawohl. Also danke, Herr Kollege, danke. Tschüss, Herr Justizrat. Schätzen Sie sich, Jakob? Jawohl, Herr Justizrat, jawohl. Sie sind also Hausknecht im Gasthaus Ratschek. Jawohl, Herr Justizrat. Wie war denn das nun damals an dem Morgen, als Herr Sulzki abreiste? Tja, so um 4 ging ich die Treppe hinauf, um Herrn Sulzki zu wecken. Vier Uhr, Herr Sulzki, aufstehen. Hey, 4 Uhr. Stehen Sie doch auf, Herr Sulzki, es ist Zeit, ich spanne jetzt an. Wenn er das nicht gelehrt hat, das hätte er einen Toten aufwecken können. Na, Maleken, auch schon auf? Block 4, ist doch eine Menschenschinderei. Warum nicht um 6? Um 6 wäre doch auch noch Zeit. Du koch uns mal ein bisschen was mit. Ich gehe jetzt in den Stall und spann an. Na Jakob, mach doch die Tür zu, Dussel! Und eine halbe Stunde später stand ich dann vor der Tür mit Sulzkis Einspänner. Und die Hände waren mir vom Leinehalten schon ganz klamm. Und ich schaute in den Hausflur und wartete auf Herrn Sulzki, der immer noch nicht zu sehen war. Na, und dann kam Herr Ratschek. Jakob! Ja, Herr Ratschek? Geh mal rauf und sieh nach, was mit ihm ist. Vielleicht ist er wieder eingeschlafen. Und sag ihm auch, der Kaffee wird kalt. Aber nein, lass nur, bleib hier. Er wird schon kommen. Und richtig, er kam auch und stieg die Treppe runter. Er hielt sich am Geländer fest und ging ganz langsam und vorsichtig, als ob ihm der große Pelz unbequem beschwerlich wäre. Na, und unten ging Herr Ratschek auf ihn zu und komplimentiert ihn in die Wohnstube hinein, wo die Male inzwischen einen Kaffeetisch gedeckt hatte. Ich brauchte aber nicht lang zu warten. Ehe 5 Minuten rum waren, kamen die beiden Herren über den Flur auf die Straße. Und Herr Ratschek ließ den Tritt herunter. Wissen Sie, Herr Sulzki grauste es offenbar vor dem Wetter und er klappte den Kragen von seinem Pelzmantel hoch, verstehen Sie? Na, und ich ging ins Haus und holte den Koffer. Und als ich wieder zurückkam, saß Herr Sulzki schon auf dem Kutschbock und hatte einen Gulden vor sich aufs Spritzleder gelegt. Danke sehr, Herr Sulzki. Gute Reise, Herr Sulzki. Kommen Sie gut nach Frankfurt. Einen ganzen Gulden hat er mir gegeben. Gefällt dir wohl. Was?
So viel gibt nicht jeder. Ein feiner Herr. Ja, ein feiner Herr. Aber warum er bloß so still war? Er hat ja kein einziges Wort gesagt. Er hatte wohl noch nicht ausgeschlafen. So erst fünf. Ja, morgens um fünf rede ich auch nicht viel. Und das war alles, Jakob? Ja, das war alles, Herr Justizrat. Sagen Sie mal, hat Herr Suchski die ganze Zeit über nicht gesprochen? Kein Wort, Herr Justizrat. Er hat immer bloß genickt oder mit dem Kopf geschüttelt. So. Und ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Bloß, dass er so ein bisschen, na, so ein bisschen klein aussah. Er sah ein bisschen klein aus? Aber es war ziemlich dunkel und ich war auch nicht ganz munter. Und vielleicht war er auch vor Kälte ein bisschen in sich zusammengekrochen. Ja, na, das ist ja leicht möglich. Ja. Das ist gut, Jakob, Sie können gehen. Und schicken Sie mir gleich mal Fräulein Mahler rein. Jawohl. Tschüss, Herr Justizrat. Mahler! Jawohl! Also, Herr Justizrat, ich weiß wirklich nicht mehr, als wie ich Ihnen schon gesagt habe. Sie haben also Herrn Stutzki an dem Morgen nicht mehr gesehen? Nee, Herr Justizrat. Ich habe bloß im Wohnzimmer einen Kaffeetisch gedeckt und als Herr Stutzki weg war, habe ich das Geschirr wieder abgeräumt. Hat er viel gegessen? Och, gegessen hat er überhaupt nicht. War Brot da, Butter, Pflaumenmus und Honig, aber er hat nichts angerührt davon. Und die Kaffeekanne war beinahe noch ganz voll, er hat keine drei Schluck getrunken. Und dabei war es doch ein gräuliches Wetter, kalt und nass. Wenn sonst einer morgens abreißt, dann trinkt er meistens die Kanne leer und von Zucker übrig lassen ist auch keine Rede. Aber da war alles beinahe so, wie ich es reingebracht hatte. Naja. Nee, Herr Justizrat, weiter weiß ich nicht. Na schön, Mahler. Kann ich jetzt gehen? Wir haben nämlich Wäsche heute. Ist Frau Ratschek zu Hause? Ja, soll ich sie holen? Nein, ich gehe selbst hier rüber. Ich weiß von nichts, Herr Justizrat. Ich habe Herrn Sulzki nicht gesehen. Wann sind Sie an jenem Morgen aufgestanden? Als Sulzki schon weg war. So um 6 herum. Wissen Sie das noch bestimmt? Nicht auf die Minute, aber so ungefähr. Merkwürdig, dass der Nachtwächter Mewissen Sie schon zwischen 5 und 6 gesehen hat. An der Mühle, zwischen den Pappeln. Du sagst, es habe so ausgesehen, als wären Sie halb verbiestert vom Oderdamm hergekommen. Um diese Zeit ist es im November noch ziemlich dunkel. Was wollen Sie denn damit sagen? Dass ich Nachtwächter im Mewissen geirrt haben muss. Gut, lassen wir das vorerst. Mich würde aber interessieren, Frau Ratschek, was Sie selbst von der ganzen Sache halten. Wie ist nach Ihrer Meinung der Unglücksfall vor sich gegangen? Teilen Sie die allgemeine Ansicht, dass Sulzki in der Dunkelheit und dem Unwetter vom Wege abgekommen und den Damm hinunter in die Oder gestürzt ist? Ich weiß es nicht, aber es ist wohl das Wahrscheinlichste, dass es so gewesen ist. Ich denke, man hat das Pferd und die Kutsche in der Oder gefunden. Ja, ganz am Rande. Aber Sulzki hat man nicht gefunden. Finden Sie das nicht merkwürdig? Der Fluss hat ihn mitgenommen. Obwohl der heftigste Wind die Wellen gegen den Damm drückte? Sehr merkwürdig. Warum ist dann die Leiche nirgends angespült worden? Vielleicht gibt's keine Leiche. Wie meinen Sie denn das, Frau Ratschek? Vielleicht hat Herr Sulzki den Unfall nur vorgetäuscht. Vielleicht legte er Wert darauf, als tot zu gelten. Aus welchem Grunde? Das weiß ich nicht. Es wäre Ihre Aufgabe, das herauszufinden. Und die Möglichkeit, dass Sulzki ermordet worden ist, weisen Sie völlig von der Hand. Herr Justizrat, Sie haben meinen Mann unter Mordverdacht verhaftet. Infolgedessen hat alles, was ich als Ehefrau dazu sage, gar kein Gewicht. Ja? Der Herr Justizrat, wir haben gesucht. Aber wer sucht mich denn? Denn Dame Gila meint, es wäre dringend erwartet mit der Jeschke nebenan. Die Jeschke? Was ist denn das? Ich heiße Aline Jeschke und bin ungefähr 60. Ich bin die Nachbarin von Ratscheks. Sie hat eine wichtige Aussage zu machen, Herr Justizrat.
Ich glaube, jetzt sind wir der Sache auf der Spur. Na, das soll mich freuen, Gehlhaar. Also, was gibt's denn? Frau Jeschke schläft schlecht. Und in der fraglichen Nacht hat sie auch wach gelegen. Es war ja so ein Krach, davon bin ich aufgewacht. Krach? Im Gasthaus? Ach nee, den Wind, meine ich. Es war so ein Sturm, es wehte die Ziegel vom Dach. Ich hatte Angst, dass mir der Schornstein in die Stube fallen würde. Und deswegen ist sie aufgestanden. Lassen Sie doch Frau Jeschke selber erzählen. Ich hab dann Licht gemacht und Feuer im Herd. Es war kalt. Ich trinke auch gerne mal nachts einen Kaffee. Und auf einmal... Auf einmal gab's einen furchtbaren Krach. Und sie schlug den oberen Türladen auf, um nachzusehen, was los war. Nee. Vorher habe ich erst zum Fenster hinausgesehen, aber da blendete mich das Licht und ich konnte nichts sehen. Aber das ist doch ganz unwichtig, Mutter Jeschken. Lassen Sie Frau Jeschke selber erzählen, Gela. Na also. Tja, Herr Justizrat, und der Krach kam daher, dass der Sturm meinen Zaun umgerissen hatte. Ja. Er war zwar nicht ganz umgerissen, aber doch ein ganz schönes Stück. Daran Aha. können Sie sehen, was das für ein Sturm war, denn die Latten waren noch gar nicht so besonders morsch. Und dann sah sie... Wie ich mir den Schaden besah, da merkte ich, dass bei Ratscheks noch Licht war. Und das war nach 2 Uhr, Herr Justizrat. Sagen Sie mal... In welchem Fenster war das Licht, Frau Jeschke? Es flimmerte hin und her, mal hier, mal da, sodass ich nicht recht sehen konnte, ob es aus dem Kellerloch unten kam oder aus dem Fenster der Weinstube. Aha. Und haben Sie vielleicht außerdem noch was bemerkt, Frau Jeschke? Freilich, die Hauptsache kommt ja noch jetzt. Weißt du nicht mehr recht, hab ich's gesehen oder Gehlhaar? Sie natürlich, Frau Jeschke, Sie. Also, was war's denn? Das Licht ging aus und alles war dunkel, Herr Justizrat. Außerordentlich aufregend. Soll ich's vielleicht weiter erzählen? Nee, nee. Und dann ging die Ratscheksche Gartentür auf und Ratschek selber kam mit dem Licht in der Hand heraus. Neben ihm auf der Türschwelle, da lag was ich nicht recht erkennen konnte. Was war das für eine Truhe? War es nicht lang genug? Und ein Korb oder eine Kiste war es auch nicht, ne? Kurzum, ich weiß nicht, was das gewesen ist. Und was geschah dann? Na, Ratschek hatte das Licht abgestellt und dann kam er mit dem Spaten und ging in den Garten und unter dem Birnbaum fing er an zu graben. Unter dem Birnbaum? Ja, unter dem großen Birnbaum, der mitten in Ratscheks Garten steht. Er grub eine ganze Weile und dann hört er auf einmal wieder auf und sah sich nach allen Seiten hin um. Und? Ich konnte bei dem Licht natürlich nicht viel sehen. Ich weiß auch nicht, ob er in das Loch was reingeworfen hat. Ich sah bloß, wie er das Loch dann wieder zuschüttelt. Na und? Dann ging er wieder ins Haus und machte die Tür zu und alles war wieder dunkel. Und Sie? Ich? Bin auch wieder rein, wieder ins Bett. Na, was haben Sie sich denn gedacht, als Sie Herr Ratschek so graben sahen? Ich hab gedacht, das ist ja, als wenn er einen abgemurkst hätte. Na schön, Frau Jeschke. Ich danke Ihnen. Ich glaube, Ihre Aussagen sind sehr wichtig. Kriege ich nur die Belohnung? Belohnung? Richtig. Ist noch keine ausgesetzt. Bei jedem Mord gibt's doch eine Belohnung, denke ich. Das ist ein Irrtum, Jeschken. Für Sie immer noch Frau Jeschke, bitte. Mahlzeit. Tschüss, Herr Justizrat. Ja, natürlich, Frau Jeschke. Da haben Sie ihr Fett, Gela. Mhm. So, und jetzt ran an die Arbeit. Sorgen Sie dafür, dass niemand in den Garten kommt. Und rufen Sie für 2 Uhr den Totengräber und Kunig in den Garten. Inzwischen wird Ratschek aus dem Küstriner Gefängnis hierher gebracht. Jawohl, Herr Justizrat. Wir haben den besten Platz, Frau Mietzel. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wir sehen alles, ohne dass uns der Helse verrenken müssen. Schlecht sieht Ratschek aus. Ja, Gefängnisluft ist nicht besonders bekömmlich. Und der große Grauhaarige ist der Justizrat, was? Das ist er. Und der Kunige, der Gela und der Totengräber stehen da. Dass Frau Ratschek gar nicht da ist. Ist absichtlich nach Frankfurt gefahren heute. Jetzt haben sie was ausgebuddelt. Was ist denn das? Kann man doch wieder von hier aus nicht sehen. Was mag denn das sein? Warum müssen die sich denn auch alle um die Grube herumstellen?
Ein Toter? Ja, Justizrat, ein Toter. Die Kleiderreste sind verhältnismäßig gut erhalten. Nun, Ratschek, reden Sie. Ich sage, Herr Justizrat, dass dieser Tote meine Unschuld bezeugen wird. Seine Unschuld? Ihre Unschuld, Ratschek? Ja, meine Unschuld. Tja, dann muss ich als Totengräber Herrn Ratschek recht geben. Der, den wir hier ausgebuddelt haben, der liegt hier schon sehr lange. Ich denke, 20 Jahre. Und Sulski, der es sein soll, ist noch gar keine 8 Wochen tot. Da hat er recht. Ja. Aber ist der Tote? Was von den Kleidern noch dran ist, sieht aus wie eine Uniform. Da sind noch ein paar glänzende Knöpfe. Ich meine, es war ein Franzose. Von Anno 13 her. Haben Sie es gehört, Mietzeln? Es ist gar nicht der Sulski. Ein Franzose? Ja, wie kommt denn der hierher? Ich weiß, dass damals einer fast täglich ins Dorf kam von Küstrin her. War vielleicht ihr verliebt und einer hat ihn aus Eifersucht erschlagen und verscharrt. Aber Ratschek kann es nicht gewesen sein, Mutter Jeschken. Nee. Also, es steht fest, das ist nicht der Tote, den wir suchen. Und wenn er 20 Jahre in der Erde liegt, was ich keinen Augenblick bezweifle, so kann Ratschek an diesem Toten keine Schuld haben. Es kann auch von einer früheren Schuld keine Rede sein. Denn, nicht wahr, Gela? Ratschek ist doch erst seit 10 Jahren hier im Dorf. Stimmt, Herr Justizrat. Gut. Trotz alledem bleiben ein paar dunkle Punkte, worüber Aufklärung gegeben werden muss. Ich lebe der Zuversicht, dass es an dieser Aufklärung nicht fehlen wird. Aber ehe sie gegeben ist, darf ich Sie nicht aus der Untersuchung entlassen, Herr Ratschek. Es wird sich dabei, was ich als eine weitere Hoffnung hier ausspreche, nur noch um Stunden oder höchstens um Tage handeln. Jeschken, das ist ja nun wohl klar. Er kommt wieder raus. Die längste Zeit hat er gesessen. Und nischt es mit der Belohnung. Die gehen ja weg. Wohin gehen denn die? Vesper, nach solchen feierlichen Sachen brauchen Männer immer was zu essen und zu trinken, natürlich. Nee, Jeschken. Ich glaube, jetzt wird Ratschek noch mal verhört. Jetzt knöpft der Justizrat sich noch mal vor. Was Frau Jeschke gesehen hat, der Justizrat, das bestreite ich ja keineswegs. Stimmt schon, ich wollte unter dem Birnbaum ein Loch graben. Aber da stieß ich plötzlich auf die Leiche und kriegte einen furchtbaren Schreck. Dann habe ich das Loch gleich wieder zugebuddelt. Ja, warum wollten Sie denn ein Loch graben? Tja, sehen Sie, Herr Justizrat, mir waren da ein paar große Speckseiten verdorben. Ich wollte sie möglichst unbemerkt im Garten vergraben. Das hatte ich mir an jedem Tage vor. Und gleich als nach Mitternacht meine Gäste gegangen waren, habe ich mich ans Werk gemacht. Und was Frau Jeschke da an der Gartentür gesehen hat, was vielleicht in der Dunkelheit oder so ähnlich wie ein Koffer aussah, das waren eben die Speckseiten. Die sind doch so immer so dicht ineinander gepackt, Sie wissen ja. Na ja, warum aber die Heimlichkeit und die Nacht? Tja, Herr Justizrat, dafür gibt's dann wieder 2 Gründe. Erstens wollte ich mir gern die Vorwürfe meiner Frau ersparen. Sie ist ohnehin geneigt, von meiner Unachtsamkeit in Geschäftsdingen zu sprechen. Ja, ich darf wohl sagen, wer verheiratet ist, der kennt das ja nicht. Er weiß, wie gern man sich solchen Anklagen und Streitszenen entzieht. Stimmt's, Herr Justizrat, was? Ja. Naja, und der zweite Grund, der ist vielleicht dann doch noch wichtiger gewesen. Das war eben die Rücksicht auf meine Kundschaft, Herr Justizrat. Sie wissen ja, die Bauern sind die schwierigsten Leute von der Welt und immer und ewig voller Misstrauen. Na, wenn solche Dinge wie Schinken und Speck auch nicht bei mir gekauft werden, weil sie ja selber davon genug im eigenen Rauch hängen haben, immer ziehen sie aber gleich Schlüsse von einem aufs andere. Ach, dergleichen habe ich ja mehr als einmal durchgemacht. Wochenlang dann an allen Ecken und Enden immer hören müssen, ich passte nicht auf. Letzten Herbst zum Beispiel, Herr Justizrat, als ganz ohne meine Schuld mir eine Tonne Heringe tranig geworden war, da hat so ein Bauer im Dorf rumgeputscht und unter anderem dem Quas und Kunige gesagt, na, uns wird er nicht kommen damit natürlich, aber die kleinen Leute, denen dreht das Zeug immer an. Na ja, das ist ja alles ganz gut und schön, aber was ist denn aus dem Speck geworden? Ich habe ihn noch am selben Morgen an einer anderen Stelle im Garten verscharrt. Gleich nach Sulskis Abreise. Wo? Hinten im Garten, hörst du es halt. Rechts neben dem Mittelgang. Vor den Johannisbeeren. Na, wir werden ja sehen. Sollte das alles stimmen, dann können Sie wohl morgen entlassen sein. Thank you.
gleich wieder nach Küstrin zurückfahren. Ich brauche Sie nicht mehr. Was macht es denn? Frau Ratzek, der Herr ist eben vorgefahren. Ja, da kommt er schon. Ja, na, wie geht's, Jakob? Alles in Ordnung? Wo ist denn meine Frau? Hier ist deine Frau. Ursel. Ich bin frei, Ursel. Da bin ich. Ja, da bist du. Bring mal einen Schnaps ins Wohnzimmer, Jakob! Ja, Herr Ratzek. Na komm, Ursel. Komm. So, Ursel. Was ist denn, Ursel? Was soll sein? Ich freue mich, dass du wieder da bist. Du siehst nicht schlecht aus. Aber du? Ich? Ja, ich sehe wohl nicht gut aus. 10 Jahre gealtert, hat Frau Quaas festgestellt. Ursel. Ich habe keine gute Zeit hinter mir. Und meinst du ich? Nimm dich zusammen, Ursel. Haben wir alles überstanden, damit du jetzt die Nerven verlierst? Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hätte es bloß geträumt. Weißt du deine Worte? Bloß nicht arm, sagtest du. Alles andere. Aber bloß nicht arm. Trotzdem habe ich gedacht, ich hätte alles bloß geträumt. Ich dachte, du hättest ihn nicht erschlagen. Und wärst unschuldig. Und ich auch. Wenn nicht alles umsonst gewesen sein soll, Ursel, dann musst du dich zusammennehmen, jetzt hörst du. Ist alles gut gegangen. Sie haben sich täuschen lassen. Wir wollen was davon haben, Ursel. Darum musst du dich zusammennehmen, jetzt. Kümmel habe ich gebracht, ist es recht so? Na klar, bring doch alle einen zusammen, was? Los, Ursel, du auch. Ich nicht. Trink. Na, Prost. Prost, Herr Ratschek. Prost, Jakob. Herr Prost, Ratschek, auf dein Wohl, weil alles so gut abgegangen ist. Danke, Könige. Aber wenn du gestattest, dann trinke ich erstmal auf das Wohl, ich will sagen, auf das Andenken des Franzosen. Weil ich dem doch nur mein Leben und meine Freiheit verdanke. Das ist ein schöner Zug von dir, Ratschek. Da trinke ich mit. Auf den Franzosen also. Auf den Franzosen, ja. Na, wenn du meinst. Prost. Prost, Kinder. Sowas. 2 Leichen haben wir jetzt im Dorf und ohne ein ehrsames christliches Begräbnis. 2? Wenn ich richtig zähle, bloß eine, denn Sulzki ist ja nicht da, der zählt ja nicht mit. Tja, wo ist Sulzki, dass der immer noch nicht gefunden ist? Ich sage euch, der liegt im Schlick und der Schlick gibt nicht raus. Oder doch erst nach 50 Jahren, wenn das angeschwemmte Vorland Acker geworden ist. Da wird er mal beim Pflügen gefunden, gerade so wie der Franzos gefunden worden ist. Tja, aber um nur auf das Begräbnis zurückzukommen. Der Franzose muss auf den Friedhof, das ist klar. Ob er nun Heide gewesen ist oder ein Christ, ob katholisch oder protestantisch. Franzosen sind auch Christen und vielleicht war er sogar protestantisch. Ich rede mal mit dem Pfarrer. Na komm, lass mich mit dem Pfarrer reden. Wenn das Begräbnis auf dem Kirchhof für richtig hält, dann fällt es mir natürlich nicht ein, ein Wort dagegen zu sagen. Ne? Aber... Was aber? Was willst du denn? Wenn es nicht unbedingt nötig ist, dass er auf den Kirchhof kommt, dann möchte ich ihn ja gern in meinem Garten behalten. Was? Warum denn? Nein, lacht mal nicht, Kinder. Lacht mal nicht. Seht ihr, der Franzose, das ist doch sozusagen mein Schutzpatron geworden. Und kein Tag vergeht, ohne dass ich an ihn in Dankbarkeit denke. Ich würde ja auch, wenn der Pfarrer es wünscht, die Stelle mit einem Gitter versehen oder so hübsch mit Buchsbaum umziehen. Du bist ein braver Kerl. Bravo, Roger. Der Franzose hat ihm geholfen und nun hilft er ihm wieder. Ja, und lässt ihn eingittern. Oder doch wenigstens eine Rabatte ziehen. Bravo, Ratschel. Ja, aber du, wenn es ein Gitter wird, dann hat er es nicht unter 20 Talern. Und da rechne ich nach keinen Anstrich und nach keine Vergoldung. Auf dein Wohl, Ratschel. Ja, dann wird er noch mal ein schöner Zug von dir, Ratschel, dass du so viel Geld für den Franzosen ausgibst. Er hat's, ja. Was heißt hat's, ja? Was meinst du damit überhaupt? Na, von der Erbschaft damals. Du, sag mal, Ratschek, wie viel war es denn so unter uns? Hä? So viel war es ja gar nicht. Ja? Ihr denkt natürlich immer, dass ich in Geld schwimme. Also muss das Haus ja mal umgebaut werden. Ist überall so klein, überall angebaut und angeklebt. Küche gleich neben dem Laden. Für die Fremden ist überhaupt nichts da, wie die beiden Giebelstuben da oben.
Ich muss eben einen Stock aufsetzen. Ui, einen Stock aufsetzen? Ratschek, Mensch, das kostet was. Ja, also nicht aus Stein natürlich. Stein ist ja viel zu schwer und vor allem zu teuer, ne? Ich dachte mir so einfach Fachwerk und aus Füllung eben Lehm. Billig und bequem, ne? Eine Welt tut ihm, als ob meine Frau mindestens ein Rittergut gehabt hätte. Hat sich was im Rittergut. Erbärmliche 1000 Taler. Nein. Also schön, sagen wir 2, aber mehr nicht, Kunig. Auf Ehre. Dass davon keine Seide zu spinnen ist, wisst ihr ja selber, ne? Keine Seide zu spinnen und keine Paläste zu bauen. Na, Kinder, da können wir ja noch auf was trinken. Auf das neue Stockwerk. Prost. Fachwerk und Lehm. Prost. Prost, Ratschek. Prost. Ich sah die Toten groß und klein, wie sie vor dem Throne standen, und ein Buch ward aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet, wie es in den Büchern aufgeschrieben stand, entsprechend ihren Werken. Entsprechend ihren Werken. Was hämmert denn hier? Still! Seid still! Hört auf zu hämmern, es ist noch nicht so weit! Was ist denn, Ursel? Es ist noch nicht so weit, ich bin noch nicht tot, Sie sollen aufhören! Aber Ursel, was redest du denn da? Nicht wahr, Sie zimmern den Sarg! Aber Ursel, ich habe doch gesagt beim Frühstück, dass heute die Maurer kommen, dass wir heute mit dem Bau anfangen. Ach ja, entschuldige, aber ich hätte es vergessen. Aber Ursel, ich weiß wirklich nicht, wie ich es mit dir anfangen soll. Vielleicht nur, weil du immer so untätig im Hause sitzt. Du sollst dich mir um alles kümmern, dann kämst du auch auf andere Gedanken. Andere Gedanken. Andere Gedanken. Sie werden gerichtet entsprechend ihren Werken. So steht's in der Bibel, Abel. Wieso heißt du Abel? Du müsstest Kain heißen. Ursel, wenn du so redest, bringst du alles ans Licht. Sag, sie sollen aufhören zu hämmern! Es ist doch der Bau, Ursel. Das hat mir doch genau überlegt, alles. Du warst doch auch fürs Bauen, Ursel. Damals, ja, aber jetzt? Entschuldige, aber ich bin ein bisschen verdrückt. Ich werde mir Mühe geben. Na, siehste. Jetzt bist du wieder meine vernünftige, tapfere Frau, Ursel. Ich hab's doch für dich getan. Oh, sag das nicht. Das ist grässlich. Und es ist nicht wahr. Doch, Ursel. Auch für dich. Das bestimmt wahr. Weil du nicht arm sein wolltest, Ursel. Jetzt bauen wir. Das Haus soll schöner werden. So wie du wolltest. Neue Öfen. Neue Tapeten. Abel, fällt es dir nicht auf? Dafür haben wir das Märchen von der Erbschaft erfunden. Ach ja, die Erbschaft. Ja, du hast alles wunderbar überlegt. Es muss eigentlich gut gehen. Siehst du? Aber dann? Was dann? Was meinst du damit? Wenn wir sterben, Abel. Ach, sterben. Ich denke noch nicht ans Sterben.
aber ich, Abel. Ich denke dran. Denn ich mache nicht mehr lange. Das ist doch Unsinn, Ursel, das ist doch Unsinn. Entsprechend ihren Werken. Oh, das ist schrecklich. Jakob! Ja, Herr? Wo bleiben denn die Flaschen? Komm ja schon. Aber die Treppe ist verdammt schmal und bröcklich. Da wird noch mal einer runterfallen. Dann bringen Sie gleich in den Laden, Jakob. Ich wollte Ihnen bloß was zeigen, Herr Ratschek, was ich im Keller gefunden habe. Da. Was ist denn das? Ein Knopf? Ja, ein Knopf. Einer, wie Sulzki ihn am Pelz hatte. Ja, tatsächlich. Das waren solche, ja. Hast recht. Das heißt, die von Sulzki, die waren ja größer. So die kleinen wie die da, die hatte ich mal im Pelzrock. Weißt noch? Nee. Naja, nein, warst ja noch gar nicht da, ja. Na, gib her, ich will meiner Frau geben. Vielleicht kannst du ihn brauchen. Na, ich gehe dann in den Laden. Ist gut, mein Junge. Aufpassen. Hatschek. Aufpassen. Das verdammte Zusammenfahren. Und sich verfärben. Kaltblut. Oder es gibt ein Unglück. Mal in den Garten gehen. Sich abkühlen. Da lauert ja die Jeschke. Die alte Hexe. Wieder hinterm Zahn. Tag, Frau Jeschke. Tag, Ratschek. Sind schlecht aus, Nachbar. Ja. Fühl mich aber gar nicht schlecht, Mutter Jeschke. Ganz gelb, hier so eine Falte. Sie müssen sich nicht so ärgern. Naja, der Ärger hat man natürlich eine ganze Menge, nicht? Da hat der Jakob gestern wieder ein Fass Öl auslaufen lassen. Also weiß Gott über den Spaß. Ja, dann die Plackerei, Trepp auf, Trepp ab. Die schmalen Kellerstufen. Neulich bin ich halb abgerutscht. Ist ja aus dem Hals brechen. So Bauern, ja, Ratschek, können Sie doch bei der Gelegenheit eine neue Treppe machen. Ja, sollte man eigentlich machen, ja. Na, ich glaube, so langst wieder nicht. Mhm. Der Keller müsste ja eigentlich auch höher gewölbt werden. Na, ist ja gar kein richtiger Keller eigentlich. Bloß ein Loch, wo man sich den Kopf stößt. Ja, die Weinstube sitzt ihm zu sehr auf dem Nacken. Was ist? Ja, natürlich, ja. Freilich, ja. Ja, ganze Geschichte hat eben nicht Luft und nicht Licht. Warum nicht? Weil kein richtiges Fenster da ist. Mhm. Ja. Sind alles zu klein, sind niedrig, alle so dicht beisammen. Ja, das stimmt. Weiß noch, als der Sulzki da war und das Licht immer so blinzeln tat. Ja, wo war das Licht? Jeschke, jetzt hör sie mal zu. Keller oder war es in der Stube? Weiß es nicht. Ich weiß genau, wo sie hin will. Aber weiß sie denn auch, was eine Verleumdungsklage ist? Ich erfahre alles, was sie herumschwatzt. Sehe sie sich vor, ja? Sonst kriegt sie im Geschwinde Gericht zu tun. Sie ist eine alte Hexe. Ich meine ja, Mann, bloß Ratsche. Mein ja, Mann, sie wissen doch, ein bisschen Spaß muss doch sein. Na ja, schön, ein bisschen Spaß hat nichts dagegen, Mutter Jeschke. Ein bisschen Spaß kann ja sein. Aber wenn ich euch raten kann, oder Jeschke, nicht zu viel. Verstanden? Mahlzeit. Morgen ein etwas besseres Essen, Male.
Kalbsnierenbraten isst der Herr gerne. Also gut, Kalbsnierenbraten. Blumenkohlsuppe vorher und Rotkohl als Gemüse. Ist gut, Frau Ratschek. Und vielleicht Grießflammeri. Grießflammeri, ja, ist gut. Und Male, noch was? Ja. Male, warum sehen Sie mich eigentlich immer so komisch an? Komisch? Nee, nee, Frau Ratschek, bestimmt nicht. So, als ob ich schon halb gestorben wäre. Nee, Frau Ratschek, wer redet denn vom Sterben? Ich? Und Sie denken's. Aber ich werde nicht sterben, haben Sie verstanden? Natürlich nicht. Wer sagt denn das auch, Frau Ratschek? Ist gut, mal. Das wäre alles. Ja. Sterben? Nein. Abel hat recht, dann wäre alles umsonst gewesen. Nein, so weit ist es noch nicht. Morgen werde ich 44 und so schlecht sehe ich noch nicht aus. Ein bisschen eingefallen, aber das hole ich wieder auf. Nur die Nerven nicht verlieren. Abel hat recht. Ja, was ist denn schon wieder? Male? Nein, es ist nicht Male. Ich bin Sulzki. Kennen Sie mich nicht, Frau Ratschek? Sulzki? Aber Sulzki ist doch tot. Gewiss. Gewiss bin ich tot. Aber das macht nichts. Ich besuche Sie trotzdem. Offen gesagt, ich langweile mich ein bisschen. Gestatten Sie, dass ich Platz nehme. Sulzki. Oh. Wissen Sie, der Platz im Keller, den mir Herr Gemahl ausgesucht hat, ist nicht besonders günstig. Ich meine nicht wegen der Feuchtigkeit, aber es ist verdammt einsam da unten. Wie sind Sie eigentlich mit meinem Pferd zurechtgekommen? Nicht wahr? Es ist ein braves Tier. Es ging ganz gehorsam in die Oder und ertrank. Es war schrecklich, Sulzki. Es war schrecklich. Es schrie wie ein Mensch. Bei mir war es ruhiger. Ich kam nicht zum Schreien. War es ein Hammer? Ich weiß nicht. Abel hat es mir nicht gesagt. So zartfühlend. Ich hörte, dass man hier im Dorf ein Lied sang. Schade, jetzt singen Sie es nicht mehr. Kennen Sie es? Morgenrot, Morgenrot, Abel schlug den Kain tot. Gestern noch bei vollen Flaschen, morgen ausgeleerte Taschen und ein kühles, kühles Grab. Offen gesagt, das Lied hat mir gefallen. Oh, bitte gehen Sie wieder, Sulzki. Ich ersticke. Ja, wie gnädige Frau. Sollen Sie es mit dem Herzen haben? Wissen Sie, ich bin eigentlich gekommen, um Sie einzuladen. Mit dem Franzosen habe ich mich ein bisschen angefreundet. Aber wenn einer bloß Französisch spricht, ist es schwierig. Außerdem, unter uns gesagt, er hat so seine Eigenheiten. Er ist ein Freigeist, verstehen Sie? Es fehlt mir ein bisschen an Umgang. Offen gesagt, ich freue mich schon sehr auf Sie. Sie sind eine gebildete Person und eine Frau. Alles, was ich so vermisse. Über Lappalien, wie Kutsche, Pferd und Hammer.
brauchen wir ja nicht weiter zu reden. Nein, nein, nein. Doch, 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 Frau Ratschek. Doch. Denn Sie sind als Nächste dran. Nein, ich will noch nicht sterben. Da Sie doch als Nächste dran sind, wollte ich Sie fragen, ob Sie sich nicht ein bisschen beeilen wollen. Sehen Sie, morgen zum Beispiel haben Sie Geburtstag. Wie wär's, wenn wir ihn zusammen feierten? Der Franzose, Sie und ich. Wenn Sie wollen, bringe ich auch das Pferd mit. Mir ist es gleich wo. An der Oder, im Keller oder unterm Birnbaum. Was ziehen Sie vor? Nein. Ach, seien Sie doch nicht so. Wovon baut Ihr Mann schließlich das Haus? Von meinem Gelde. Einen kleinen Gefallen könnten Sie mir schon tun. Hilfe, Hilfe. Gleich wird Ihr Mann kommen. Aber das nützt Ihnen auch nichts. Was ist denn, Ursel? Was schreist du denn so? Ich weiß nicht. Ich muss wohl eingeschlafen sein und hab was geträumt. Irgendwas Schreckliches. Es hing mit morgen zusammen. Morgen, morgen, was ist denn morgen? Ah, ich weiß, morgen ist mein Geburtstag. Und noch etwas anderes, Ursel. Morgen ist der Bau fertig. Ja. Freust du dich? Ursel. Ja, Abel, ich freue mich sehr. Beeil dich doch, Mutter Jeschken, sonst hat der Pastor schon die Grabrede angefangen. Ach, wir kommen schon noch zurecht. Von hier aus kann mein Zug besser übersehen. Siehst du das, Ratschek? Weint er eigentlich? Wenn die Frau gestorben ist, muss er weinen, ob er nur will oder nicht. Guck dir den Sarg an. Der kostet mindestens 15 Taler. Und die Grenze. Das schöne Geld. Nee, ich glaub schon, der weint richtig. Muss er auch. Eine Gastwirtschaft ohne Frau ist nicht halbes und nicht ganzes. Bin mal neugierig, wie lange der alleine bleibt. Ganze Dorf geht mit. Da sieht man, Ratschek sind angesehen trotz der Geschichte. Da denkt doch kein Mensch mehr dran. Ich schon, Mietzel, ich schon. Glaube, Frau Ratschek hat auch dran gedacht, sonst wäre es nicht so rasch gegangen mit ihr. Jetzt aber los, Mutter Jeschken. Ja, doch mein Kopf, du. Was willst du denn? Entschuldigen Sie, Herr Ratschek, ich wollte Sie fragen, was ich kochen soll. Kochen? Was geht mich das einmal?
Das hat mir sonst immer die Frau gesagt. Wen soll ich denn fragen? Du hast doch die ganze Zeit gekocht, ohne zu fragen. Aber der Zustand muss doch mal ein Ende nehmen. Ach, mach, was du willst. Dann mache ich Schmorgurken. Meinetwegen Schmorgurken. Herr Ratschek, Sie sollten sich's nicht so zu Herzen gehen lassen. Ja, was soll ich mir denn sonst zu Herzen gehen lassen, wenn ich das... Mein Gott, jetzt weint er sogar. Herr Ratschek. Ja, das ist doch aber auch alles so furchtbar. Mein Gott. Naja, also, übrigens, hast du ja recht, Merle. Ich kann mich nicht völlig dem Schmerz hingeben. 4 Wochen ist es jetzt schon her, seit meine Frau unter der Erde liegt. Sehen Sie, allmählich muss man doch wieder ins Gleis kommen. Ja, ja, du hast schon recht. Ja. Naja, also ich weiß, ich muss wieder was tun. Das Leben fordert ja auch seine Rechte. Ich muss ans Geschäft denken. Das geht ja alles drunter und drüber hier. Sie wollten doch schon lange nach Berlin fahren. Das sollten Sie machen. Das lenkt ab. Stimmt, ja. Also es war... Also nächste oder übernächste Woche, da werde ich es tun. Höchste Zeit, dass ich meine Geschäfte in Berlin erledige. In Berlin, sagt er, musst du sein, sagt er immer fein, sagt er immer fein, sagt er. In Berlin, sagt er, musst du sein, sagt er, in Berlin musst du sein. In Berlin, sagt er, musst du sein, sagt er immer fein, sagt er immer fein, sagt er. In Berlin, sagt er, musst du sein, sagt er, in Berlin musst du sein. Verzeihung. Mal Ihr Opernglas benutzen. Na klar, dürfen Sie. Danke, verbindlichst. Beckmann ist gut, was? Großartig. Ja, ja. So. Schon ziemlich alt geworden, Beckmann, was? So das Glas da, sieht man's. Mhm. Jeder wird mal alt. Ja, ja, ja. Fünf Vorhänge. Mhm. Vielen Dank fürs Glas. Bitte. Gestatten, Ratschek. Angenehm, Kopischke. Sehr erfreut. Gnädiges Fräulein, während der Pause jetzt auch so ein bisschen so ins Foyer. Na klar, gehe ich. Gestatten Sie, dass ich mich anschließe. Bitte, bitte, ich habe nichts dagegen. Vielen Dank. Wissen Sie, Theater, das ist immer so ein Erlebnis für mich. Ich komme so alle 4 Wochen mal nach Berlin. Ich bin nämlich vom Land. Vom Lande? Ja. Oh, so sehen Sie aber gar nicht aus. Na ja, wissen Sie auch, das Land hat ja heutzutage so seine Kultur. Ich habe viel fürs Land übrig. So. Das freut mich. Sie glauben ja gar nicht, wie wohl mir das tut. Ja, es ist ja auch wirklich so. Das Land, nicht? So die Stille in meinem Garten. Die Nachbarin schaut über den Zaun. Eine alte, verlogene Hexe. Ja, man schwätzt so ein bisschen mit ihr und plaudert so in den Abend hinein. Tag, Jakob. Dach, Mutter Jeschken. Na, schmeckt der Birne? Nein, warum nicht? Ist ja eine Malvasia. Ja, früher war es eine Malvasia. Aber jetzt? Ja, jetzt haben sie Franzosenbirnen dazu, ich weiß. Aber man ist ja alles eins. Ich weiß nicht, da ist jetzt sowas drin. Hast du noch nichts gemerkt? Was denn? Brauchst du das wie eine Birne nicht wegzuschmeißen? Ich meine ja nicht eine Birne. Ich meine ja sonst. Sonst? Was denn? Wo denn? Na, so rum ums Haus. Nee, Mutter Jeschke. Und auch nicht im Keller. Hast noch nichts gesehen oder gehört? Nee, Mutter Jeschke. Man bloß... Und krapscht das nicht? Ja, Mutter Jeschke. Mal war mir so. Mal war mir so, als wenn mich was so am Haken hielt. Ja, ich glaube, es krapscht.
Alles dummes Zeug. Hab doch bloß Spaß gemacht. Aber warum veräppelt er mich dann? Jakob, du bist eine Bankbüchse. Wann kommt dein Radcheck? Weiß nicht. Morgen oder übermorgen. Aha. Also in 8 Tagen. Ist oft weg jetzt, nicht? Das ist in Berlin. Fürs Geschäft. Fürs Geschäft. Also. Wann ist denn Frau Radcheck gestorben? Vor einem halben Jahr. Und ich meine, seitdem wäre er schon 4 oder 5 Mal in Berlin gewesen. Ich glaube, da gefällt es ihm ganz gut. Ich glaube, es gefällt Ihnen, Herr Radcheck. Also großartig. Das war wirklich eine gute Idee von Ihnen. Ich liebe Landpartien. Jetzt sind wir schon gleich in Teltow. Ja. Ach, die Natur ist ja was Unvergleichliches. Es erfrischt und erhebt. Man ist wie neugeboren, finden Sie nicht? Ich glaube, Sie sind auch sehr für die Natur, Fräulein Editha. Und ob. Ich möchte nirgendwo anders leben als auf dem Lande. Oh, dann fühlen Sie sich wahrscheinlich in Berlin gar nicht so wohl. Gar nicht. Mein Schönstes sind die Sonntage. Wenn wir eine Landpartie machen und draußen irgendwo Milch mit Schwarzbrot essen, dann spielen wir im Wirtsgarten Zeck oder Plumpsack. Das ist schön. Also Milch mit Schwarzbrot, das ist ja auch was Gutes. Ich bin ja auch sehr für das Natürliche. Verstehen Sie, so für das Schlichte. Einfache Leben. Ja, und dann die Heimfahrt mit Stocklaternen und Gesang. Singen Sie auch gern? Ja. Ich bin ja im Gesangverein. Sehen Sie, Sie waren mir gleich so sympathisch. Wirklich? Ach, Fräulein Editha, das beruhte aber wirklich auf Gegenseitigkeit. Sie haben so was Gebildetes. Das hat man selten. Ja, ich finde ja auch, dass unsere Seelen so gut zusammen harmonieren. Es ist wohltuend, wenn man in seiner Einsamkeit eine verwandte Seele trifft. Oder Editha, ich hoffe doch, unsere Bekanntschaft wird keine flüchtige bleiben. Das sollte mich aber freuen. Wenn Sie in meinem Dorf, da fehlt mir ja nichts als die Seele, die eben mit mir so harmoniert. Sonst ist ja alles da. Ein Haus, ein schöner Garten, gut gehendes Geschäft, Wohlstand, Natur, Gesang und höheres Streben. Wie wunderbar. Ja, eben nur die Seele, die mit mir harmoniert. Könnte es nicht Ihre sein, Fräulein Editha? Ach, nicht doch. Sie müssen doch meine Hand loslassen. Mama guckt schon herüber. Ja, nur warum soll sie denn nicht gucken? Ich meine es doch ernst. Sagen Sie ja. Ja. Fräulein Editha, Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich bin. Jetzt hätte ich Lust zu singen. Was schlagen Sie denn vor? Frisch auf, Kameraden, oder Lützows wilde, verwegene Jagd? Ja, das sind ja bestimmt sehr schöne Lieder. Aber ich glaube, es müsste doch etwas Gefühlvolleres sein. Sie wissen schon, warum. Reden Sie doch nicht so, ich werde ja ganz rot. Na, dann singen wir eben Stehe ich in finstrer Mitternacht. Ah, das ist schön. Das passt doch, nicht? Also los. Singen Sie mit. Also, 1, 2. Na, los. Stehe ich in finstrer Mitternacht, so einsam auf der Stille. Mein selbes Lieb, ob mir's auch treu und hold verblieb. Das ist wohl jetzt dein Lieblingslied, Radcheck, was? Mir ist so, als ob wir das heute schon zum dritten Mal hören. Tja, mit Radcheck muss in Berlin was passiert sein. Er macht jetzt immer so ein verklärtes Gesicht. Kommt mir auch so vor. Habt ihr schon gemerkt, wie oft er hinfährt? Erzähl mal was von Berlin, Radcheck. Ja, deine Abenteuer, Radcheck. Okay, ihr wisst doch, dass ich immer rein geschäftig nach Berlin fahre. Höchstens mal ins Theater gehe. Was ich da gesehen habe, das habe ich euch ja fast alles erzählt. Fast, aber noch nicht ganz. Los, Radcheck, sing mal das Lied von Herrn Schmidt. Na, sing immer mit. Herr Schmidt, Herr Schmidt, Herr Schmidt, was macht denn Julchen mit? Ein Schleier und ein Federhut, das kleidet Julchen gar zu gut. Herr Schmidt, Herr Schmidt, Herr Schmidt.
Das sang also der Hofschauspieler Rüdling im Königlichen Schauspielhaus in der Matinee. Also die ganze Hotelier von Berlin war da. Und du auch, Patsche. Ja, die Berliner, das sind doch verflixte Kerls. Naja, es gibt ja solche und gibt solche, nicht? Ja. Da hab ich euch, passt auf, hab ich euch eigentlich schon die Geschichte von dem Gendarmen erzählt? Nee. Los! Nee. Also ein Gendarm, der polizeilichen, politischen zugeteilt war, der sollte einen badischen Studenten ausfindig machen, der unter dem Verdacht des Hochverrates stand. Der Student, der sollte Heitzinger heißen und in der Kurstraße wohnen. Der Gendarm macht sich jetzt auf den Weg und tatsächlich nach einigen Tagen kommt eine Meldung von ihm, also der Dienststelle, und die lautet folgendermaßen. Ich habe den mir erteilten Befehl ausgeführt und den P.P. Heitzinger ausfindig gemacht. Derselbe heißt übrigens gar nicht Heitzinger, sondern Blümchen. Wohnt auch nicht in der Kurstraße, sondern auch auf dem Spittelmarkt. Und ist auch gar kein badischer Student, sondern ein sächsischer Leineweber. Und wisst ihr, wie dieser ausbündig gescheite Gendarm hieß? Nee. Ihr denkt natürlich alle, der hieß Gelhaar. Natürlich Gelhaar. Ratschek, du bist gut, du bist unbezahlbar. Ja, das Erstaunliche an der Geschichte ist ja gerade, dass er eben nicht Gelhaar hieß. Der hieß bloß Müller 2. Ja, ich habe mich ganz genau erkundigt. Das hätte ich ja mein Lebtag drauf geschworen, dass der Gelhaar heißen muss. Ratschek, das ist die dümmste Geschichte, die ich je gehört habe. Was? Aber die ist gut. Ja. Die ist gut. Kinder. Na, sowas haben wir nicht alle Tage. Der Ratscher kommt nicht alle Tage von Berlin. Deshalb denke ich, wir machen noch eine Bowle. Drei Mosel, ein Rheinwein und ein Burgunder. Ja, und nicht zu süß, sonst haben wir morgen Kopfweh. Oh ja, ist erst 11:30. Fehlen noch 5 Minuten. Wenn wir uns ranhalten, machen wir Mitternacht die Nagelprobe. Ja, aber nicht zu früh. Ja, also wie die Herren wünschen, also mir ist alles recht. Ich schicke mal gleich den Jakob in den Keller. Jakob! Ja? So, Jakob, 5 Flaschen, Jakob. 3 Mosel, 1 Rhein, 1 Burgunder, ja. Und pass auf, Junge, der Burgunder, der liegt ja durcheinander, der Rote und der Weiße. Der mit dem grünen Lack, der ist es. Nee, Haracek. Na los, mach flink! Ich geh nicht. Was? Du gehst nicht? Warum nicht? Es spukt. Was? Wo? Unten, im Keller. Bist du verrückt, Jakob, was? Da machst du Mist, du was glauben? Das ist ja ganz egal. Geht ihm die Male. Male! Ja, Herr Ratschek? Geh mal in den Keller, Male. Wein holen. Nee, Herr Ratschek, ich geh nicht. Was denn? Du auch nicht? Warum denn nicht? Es spukt! Das sind 3 Teufelsstämme! Was soll denn der Unsinn? Eine Neuigkeit, meine Herren. Was denn, Ratschek? Noch eine Geschichte vom Gela. viel schöner, meine Herren, viel schöner. Da unten spukt es. Der Jakob, der will nicht mehr in den Keller. Die Male natürlich jetzt auch nicht mehr. Sieht schlecht aus mit unserer Bowle. Was bleibt übrig? Gehen wir selber raus. Gehen wir selber. Wer kommt denn mit? Ich meine, wenn 2 kommen, dann spukt's ja wahrscheinlich nicht mehr. Was? Ja, alle. Es gibt einen Hauptspaß. Ja, los, nimm ein Licht, Ratschek. Und nun einer hinter dem anderen. Wie eine Prozession. Kommt! Es spukt! Spukt! Im Keller! Es spukt im Keller! Es spukt im Keller! Es spukt im Keller! Es spukt im Keller! Hier, Kollege, hier sind die Flaschen. Pack mal an, los! Alle Wetter ist das ein Loch. Kann er wirklich gruselig werden. Hier ist Rheinwein, Mosel. Du, Ratschek, nimm doch gleich ein paar Flaschen mehr mit. Ja. Das hilft. Je mehr Fidelität, je weniger Spuk. Fertig? Fertig, ja. Los. Also los. Es spukt nicht mehr. Es spukt nicht mehr. Es spukt nicht mehr. Es spukt nicht mehr. Kennst du mich, Abel Ratschek? Ursel. Ja, ich bin's. Du fehlst, Ursel. Es geht alles schlecht. Ja, es geht schlecht. Es spricht sich herum, dass im Keller etwas nicht in Ordnung ist. Die Jeschke sagt es. Male sagt es. Jakob sagt es.
und du tust nichts dagegen. Ja, was soll ich denn dagegen tun? Ihn ausgraben. Ja. Ihn wegschaffen. Ja. Ihn eingraben, wo kein Verdacht ist. Ich habe Angst, dass ihn jemand sieht. Wenn du vorsichtig bist, will ich niemand sehen. Ich habe Angst, ihn auszugraben. Ich meine, du wärst früher nicht so empfindlich gewesen. Früher, ja, früher. Du musst, Radschek, du musst. Ja. Bevor du Editha heiratest, muss alles erledigt sein. Ja. Wie stellst du es dir vor, wenn sie da ist? Willst du weiter mit dieser Angst herumgehen, dass alles entdeckt werden könnte? Ja, du hast recht, Ursi. Ich muss es wohl tun. Jetzt gleich. Ja. Tu es gleich. Ja. Aber leise. Ja. Niemand darf dich hören. Ja. Still. Jetzt höre ich, ob im Haus sich etwas regt. Nichts. Bloß der Wind. Jetzt geh die Treppe hinab. Ja. Denk dran, dass die dritte Stufe knarrt. Ja. Nein, noch kein Licht. Nimm die Lampe, aber zünde sie noch nicht an. Nimm den Spaten, der unter der Treppe steht. Still. Nein, es ist nichts. Niemand. Niemand. Jakob hat einen guten Schlaf. Aber male nicht. Du musst leiser sein. Das ist nur der Wind. Ich rühre mich ja nicht. Ich atme ja kaum. Jetzt öffne die Falltür, die in den Keller führt. Ja. Leise. Ja. Jetzt geh die Treppe hinab und schließ die Tür hinter dir. Die Tür hinter mir schließen, dass ich wie in der Falle sitze. Man könnte den Lichtschein bemerken. Ja, ja. Das ist wahr, ja. Schließ die Falltür. Jetzt kannst du das Licht anzünden. Ja. Und jetzt geh hinunter und grab ihn aus. Ja. Hier ist es. Grabe, grab ihn aus. Siehst du schon sein Gesicht? Nein, ich kann nicht mehr. Das halte ich nicht aus. Denk an Editha, grab weiter. Ja. Was war das? Nichts, grab weiter. Ja. Radschek? Was ist? Du handelst recht unüberlegt, Radschek. Unüberlegt? Wieso? Hast du denn darüber nachgedacht, wo du den Toten hintun willst? Ja, ich will mit dem Birnbaum zu dem Franzosen tun. Da wird man ihn nicht suchen. Aber wie bringst du ihn dorthin? Dort die Plane. Ich verberge ihn in der Plane, die dort über den Säcken liegt. Und dann? Dann treibe ich ihn über die Treppe rauf in den Garten. Das kannst du nicht, Radschek. Warum kann ich das denn nicht? Ich habe ihn doch runtergetragen. Hast du es vorhin nicht poltern hören? Es war ein Fass, das über die Falltür gerollt ist. Nein. Jetzt ist die Tür verschlossen und du bist gefangen. Schau nach. Hier sitzt in der Halle. Das ist nicht weiter schlimm. Morgen früh wird man dich suchen. Aber das halte ich ja nicht aus. Die ganze Nacht hier allein mit dem Toten. Also ich muss eigentlich raus in die Luft. Schrei doch. Poch doch an die Tür, weck doch das Haus. Ja, was sag ich denn, wenn ich nachts hier mit der Schaufel im Keller bin? Das ist deine Sache. Ich gehe jetzt, Radschek. Sieh zu, wie du da herauskommst. Hilfe! Was ist denn?
Also, was mache ich denn hier im Keller? Ich muss wohl geträumt haben. Ich muss hier raus, ich muss raus hier. Verdammt. Na, ruhig Blut, Radschek. Es hat schon Schlimmeres gegeben. Wie der Wind weht. Ich muss raus hier, verdammt. Raus. Verdammt. Die Tür ist ja wirklich zu. Ich hab ja nicht geträumt. Da, das bläst der Wind, das Licht aus. Vorsicht, Hotschek, Vorsicht. Vorsicht, dass ich nicht falle. Gottlob, es ist nicht ganz dunkel. Der Mond scheint ja das Fenster hier. Der Mond. Nein, nein, das ist ja gar nicht der Mond. Das, was ist denn das für ein grüner Schein? Ich bin es, der so fast verleuchtete Hotschek. Mich fasst kalt an. Ich, Sulzki. Sulzki? Erkennen Sie mich nicht mehr? Schon acht. Wir haben wohl wieder eine lange Sitzung gehabt haben die Nacht. Das Gepolter hat gar nicht mehr aufgehört. Ich weck ihn mal, Jakob. Und ich muss in den Keller Essig holen. Mir grault schon. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt da nicht bei Radschek. Das habe ich im Gefühl. Das merke ich. Ob er krank ist? Den ganzen Morgen war er noch nicht im Garten. Nee, mir kann keiner was vormachen. Sowas merke ich. Das Male um am Fenster. P, Male? Ist wieder weg und antwortet nicht. Sah sie nur verbiestert aus oder nicht? Jakob, der Herr ist gar nicht im Schlafzimmer. Das Bett sieht aus wie nicht angerührt. Hey, bist du noch unten im Keller, Jakob? Jakob! Male! Was ist denn mit dir, Jakob? Da unten liegt er. Wer? Der Herr. Und noch einer. Sulzki. Jetzt? Male, ich glaube, der ist tot. Sulzki? Nee, der Herr. Er sieht aus, als hätte ihm der Teufel
den Hals umgedreht. Jeschken! Jeschken! Jeschken, wissen Sie es schon? Ist was von Radek. Suski haben Sie in seinem Keller gefunden. Halb ausgegraben. Und Radek daneben. Tot. Na, habe ich's nicht immer gesagt. Habe ich nicht recht gehabt. Nur liegen sie beide drin im Keller. Wusste doch, dass im Keller irgendwas war. Radek hat ihn also doch umgebracht. Yay. Hat ihn Radek nun umgebracht? Oder nicht? Darüber wird sich das Küstriner Gericht äußern. Das Küstriner Gericht wird nicht mehr viel zu sagen haben. Alles ist klar, Polizist Gielhaar. Und doch ist nicht bewiesen. Höchstens noch, was aus der Erbschaft wird. Er hat keine Verwandte hier rum und die Frau auch nicht. Das macht mir keine Sorgen. Nee, Sorgen hat bloß der Herr Pfarrer. Wie kriegt er ihn unter die Erde? Und wo? Unter die guten Leute, das geht nicht. Das leiden auch wir Bauern nicht. Und ist auch richtig. Ach, Weißt du, Kunicke, unser Feld wird auch keiner dazu hergeben wollen. Ich jedenfalls nicht. So eine Stelle mag niemand auf seinem ehrlichen Acker. Er muss ihn auf den Kirchhof bringen. Den Mörder? Ja, ich weiß nicht. Und er konnte so munter erzählen. Nee, ich hab's doch nicht von ihm gedacht. Bewiesen ist sie auch am Ende nicht. Im Garten liegt der Franzos und im Keller liegt der Solski. Wer will sagen, wer ihn dahin gebracht hat? Radek natürlich. Ach was, Radek, keiner weiß das, nicht einmal die Jeschke. Schließlich ist doch alles bloß Verdacht. Und deswegen meine ich, er muss auf den Kirchhof. Aber seid ab, wo die Nesseln stehen und der Schutt liegt. Sie hörten vom Hessischen Rundfunk Unterm Birnbaum, Hörspiel von Günter Eich nach der Erzählung von Theodor Fontane. Personen und ihre Sprecher waren Radek, Fritz Raymond, Ursel, seine Frau, Edith Herdegen, Sulski, Hans-Martin Köttenich, die alte Jeschke, Lotte Kleinschmidt, Frau Mietzel, Hilde Nocker, Jakob, Walter Deneschow, Male, Lotte Rausch, Kunicke, Christian Schmieder, Quas, Hans Kautz, Mietzel, Otto Knur, Editha, Else Knott, Justizrat, Arthur Reinholds Mainzer, Gelhaar, Werner Siethoff und Totengräber, Lars Doddenhoff. Musik, Winfried Zillig. Ton, Reinhard Krawulski. Schnitt, Leonie Gerster. Regie, Frenze Roloff. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.